صلي اللهم صلي وسلم وبارك على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يبرغب يا محمد اسكى يبرغب يا محمد اسكى كي بيش رايي راول اسكى كي بيش رايي راول اسكى رمضان بيشون شفتو دي وسينه رمضان بيشون شفتو دي وسينه كده او جبريل الله الرسول اسكى كده او جبريل الله الرسول اسكى اللهم صل على نبي محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بصوش ليلانك صديك الله بصوش ليلانك صديك الله كيرا كابا قلو قتشونجا كيرا كابا قلو قتشونجا او محمد بوش من جاد دارا او محمد بوش من جاد دارا ني جبريل يا الله فينا كرجا ني جبريل يا الله فينا كرجا اللهم صل على نبي محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله أذكر الله في يشونجا الله أذكر الله في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موسى جنافا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, Allah subhanahu wa ta'ala, dem König, Allah azza wa jal, der Leben gibt und Leben nimmt, Allah subhanahu wa ta'ala, dem Schöpfer, dem alles gehört. Alles gehört Allah azza wa jal, liebe Geschwister. Von der kleinsten Schöpfung bis hin zu der größten Schöpfung, sein Thron. Allah subhanahu wa ta'ala, den loben wir und den bitten wir um Vergebung. Und zu ihm suchen wir Zuflucht vor unserem eigenen Übel. Und Frieden und Segen sei auf den besten Menschen, auf die beste bevorzugte Schöpfung, auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihm, auf seine Gefährten und auf jene, denen folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Alhamdulillah, heute hier versammelt, damit wir über unsere Religion sprechen. Ich habe ein Thema ausgesucht und ich spreche über eine Angelegenheit, liebe Geschwister, weil dieses Thema unter den Menschheit keine Zweifel gibt. Das, was ich anspreche, die Menschen haben keinen Zweifel darin. Das ist nichts anderes außer den Tod. Al-Maut, das Sterben. Menschen zweifeln darin nicht, dass sie sterben. Menschen wissen, dass sie sterben. Ein Muslim glaubt daran, ein Nicht-Muslim glaubt daran. Ein Buddhist glaubt daran, ein Hinduist glaubt daran, ein Atheist glaubt daran. Egal welche Situation, welche Glaubensrichtung der Mensch hat, er weiß, er wird sterben. Es gibt kein Zweifel darin. Es gibt manche Leute, die behaupten, sie kommen wieder oder denken, sie werden wiederkommen, aber jeder weiß, wir sind einmal auf dieser Erde, wir haben eine Chance, eine Möglichkeit und dann ist es vorbei. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das uns Muslime ganz klar im Koran, jede Seele wird sterben oder jede Seele wird den Tod kosten. Oder er sagt in anderen Versen, wahrlich, du wirst sterben zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wahrlich, sie werden alle sterben. Alle werden sterben. Guck mal, wenn ein Mensch einen Vorzug hätte, nicht zu sterben, wäre das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil der ist die bevorzugte Schöpfung. Aber selbst er ist gestorben. Selbst er ist gestorben. Sallallahu alaihi wasallam. Selbst Isa alayhi salam, den Allah azza wa jal emporgehoben hat, weil Isa alayhi salam wurde emporgehoben. Der wird wiederkommen und wenn er gekommen ist und seine Sachen erledigt hat, auch er wird sterben und die Muslime werden Janaza über ihn beten. Jeder wird sterben. Der Tod, liebe Geschwister, ist eine Wahrheit, die wir jeden Tag zu spüren bekommen, von der wir wissen, aber von der wir nicht hören wollen. Wir wollen nicht davon hören, weil das den Genuss zerstört. Weil das den Genuss im Leben bitterer macht. Wir wollen aber auch nicht davon hören, weil wir denken, dass wir ewig leben werden. Weil wir denken, wir werden nicht sterben. Die Art und Weise, wie wir auf dieser Welt leben, zeigt das. Wir leben auf dieser Erde, wie als würden wir diese Erde niemals verlassen. Dabei ist diese Erde nur eine Zwischenstation von dem wahren Leben, was danach kommt. Muslime möchten nicht hören, Menschen möchten über den Tod nicht hören. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, vermehrt das Gedenken an den Genusszerstörer. Er ist wahrlich ein Genusszerstörer. Es ist etwas, liebe Geschwister, was die Jahiliya in uns wegmacht, der schlechte Gedanke unterdrückt. Es ist etwas, liebe Geschwister, was uns nach vorne treibt. Weil wenn wir über den Tod nachdenken, wenn ich jetzt sagen würde, heute ist der letzte Tag von dir und von mir, wie würde gleich dein Gebet sein? Wie würde dein Fasten sein? Wie würde dein Erwähnen sein von Allah? Wie würde deine Koranrezitation sein? Was hättest du gespürt dabei? Geschwister im Islam, wir müssen uns
gewisse Dinge mal vor den Augen halten. Und warum wir den Tod erwähnen. Was verdienen wir wöchentlich ungefähr? Was verdienen wir wöchentlich ungefähr? Was kann man durchschnittlich verdienen? 500 Euro? 500 Euro? Wöchentlich ungefähr, ja. Nee. Im Monat hast du 2000 Euro. Was machen wir für diese 2000 Euro? Was drehen wir und wenden wir nicht? Wie stehen wir morgens auf? Wie gehen wir spät zur Arbeit oder nachts zur Arbeit? Wie bemühen wir uns für diese 2000 Euro? Ihr kennt das doch. Ich habe letztens, jetzt vor zwei Tagen, mit einem Bruder gesprochen über Salat al-Fajr, über das Gebet in der Früh. Und er sagt zu mir, krass, ne, wenn man arbeiten muss, steht man auch einfach so auf. Oh, ich muss zur Arbeit, ich muss schnell zur Arbeit, ich komme zu spät. Aber dasselbe Gefühl haben wir nicht für das Morgengebet. Ja, nicht jetzt im Ramadan, die Leute stehen alle auf zum Fajr, weil die wollen essen. Weil die wissen, wenn Fajr ist, dann gibt es nichts mehr zu essen. Dann stehen die alle wie eine Eins. Aber fragen wir uns außerhalb Ramadan, wie ist das Morgengebet? Für den König der Könige, für den Herrn der Welten, für den, der gibt und nimmt, für den, der den Tod erschaffen hat und das Leben, für den, der der Grund dafür ist, dass du hier bist. Er ist der Grund für deine Eltern, er ist der Grund für deine Frau, er ist der Grund für deine Kinder, er ist dein Grund für dein Atmen, er ist der Grund für deinen Herzschlag. Er ist der Grund für alles auf dieser Erde. Ihm gehört alles. Und er ist der Grund, dass du überhaupt hier heute sein darfst. Du bist nicht hier, weil du das wolltest. Ach ja, Allah hat dir erlaubt. Allah Azzawajal hat dir erlaubt. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat mir erlaubt, hier zu sein. Für den König, der alles gibt, selbst er ist der Grund deiner Versorgung. Für den machen wir nicht. Aber für einen Arbeitgeber machen wir alles. Machen wir das Unmögliche möglich. Nicht 6 Stunden, nicht 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden arbeiten. Nicht 5 Tage, 7 Tage, 10 Tage, 13 Tage durcharbeiten. Kenne ich Leute, 13 Tage. Aber 20 Minuten am Tag verteilt für 5-mal beten, Bruder, habe ich keine Zeit. Wie soll ich das? Dann kommen die Leute und sagen, wie soll ich das machen nachher mit dem Gebet? Was? Wie soll, ja Bruder, wie soll ich das denn machen? Wie machst du das, wenn du 10 Stunden arbeitest für diese 500 Euro wöchentlich, 2000 Euro im Monat, 4000 Euro im Monat? Wie machst du es da? Drehst du nicht und wendest alles? Stehst nicht morgens auf oder mittags oder nachts? Selbst wenn du manchmal krank bist, da drehen wir und wenden wir, was wir möchten. Aber ach, für Allah Azzawajal, Subhanahu wa Ta'ala, haben wir keine Zeit. Jetzt sage ich dir, leben wir auf dieser Erde, wie, als würden wir denken, wir werden für immer hier bleiben? Als würde es keinen Tod geben? Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt in Surat al-Mulk, er hat den Tod erschaffen und das Leben. Er erwähnt den Tod zuerst. Er hat den Tod erschaffen und das Leben. Ja, das muss eigentlich uns zum Nachdenken bringen. Brüder und Schwestern, es gab Menschen, die sind schlafen gegangen, 18, 19, 16, 17 Jahre alt, wo wenn du sie fragst, sie denken, hey, ich bin noch da, voll, ich habe noch vielleicht 20, 30, 40 Jahre vor mir. Die sind nie wieder aufgewacht. Die sind nie wieder aufgewacht. Lass die Brüder reinkommen, mach ich hier vorne oder so. Lass dich hier vorne. Da, da, zwischen denen, guck mal, ich sehe da. Achid, Menschen, die sind sehr, sehr, sehr jung gewesen. Die haben ihr ganzes Leben vor sich gehabt, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht erlaubt. Und soll ich dir was anderes sagen? Jeder von uns war heute Morgen tot. Jeder von uns war heute Morgen tot. Jetzt sagst du mir, Bruder, wie geht das? Wie jeder von uns war tot? Was ist die Dua? Was ist die Dua, wenn du aufstehst? Wer kennt die Dua, wenn du aufstehst? Was sagt man, wenn wir aufstehen? Alhamdulillahi, alladhi
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشور. Wem loben wir Allah für was? Wir sagen, oh Allah, wir loben dir, nachdem was? Wir tot waren und uns zum Leben erweckt hast. Weil du warst tot, die Seele wird entfernt, wenn wir schlafen. Die Seele wird entfernt und sie darf nur durch Befehl Allahs wieder zurückkommen. Weil eigentlich die Seele will sowieso zurück zu Allah. Warum sagen wir, wenn jemand stirbt, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wahrlich, Allah gehört und zu ihm kehren wir zurück. Die Seele möchte zurück. Allah erlaubt dir, dass die Seele in deinen Körper wiederkommt und wieder wach wird. Darum machen wir ja diese Dua. Auch wenn wir schlafen gehen. Bismika Allahumma mutu wa ahya. In deinem Namen was? O Allah, sterbe ich und lebe. Weil du liegst, ich sterben. Yani, wir sehen den Tod näher, als ihr denkt. Es kann sein, dass ihr heute Abend schlafen geht und das muss in deinem Kopf sein, du wirst morgen nicht wach. Du musst diesen Gedanken, der Muslim muss den Gedanken des Todes bei sich behalten, weil erst dann ist er frei. Du bist frei von dieser Welt, wenn du dir bewusst bist und dir immer bewusst machst, dass du diese Welt verlassen wirst. Ein Sheikh und Da'i aus einem anderen Land hat das beste Beispiel gegeben. Wallah, ein Beispiel, seit langem ich nicht gehört habe. Geschwister im Islam, ihr seid alle wahrscheinlich mal gereist. Die meisten von euch. Wenn wir jetzt von hier, von Deutschland, nach Australien, zu Malediven gehen würden, wo würden wir Transit machen? Meistens Dubai. Ja, die meisten machen Dubai Transit. Oder wenn du von hier nach Australien gehst, Dubai ist Transit. Das heißt, in Dubai steigst du aus, wechselst das Flugzeug und fliegst weiter. Richtig? Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, was sagte der über dieses Leben? Wie sollen wir dieses Leben betrachten? Wie ein Reisender. Richtig? Wir sollen das Leben betrachten wie ein Reisender. Jemand auf der Durchreise. Weil wir waren tot, wir sind jetzt am Leben und wir werden sterben. Und dann wird uns Allah wieder erwecken. Wenn wir von hier nach Australien fliegen, das Ziel ist Australien und Transit ist Dubai, interessiert dich Dubai in diesem Moment oder nicht? Ja, du bist am Flughafen Dubai, was willst du da sehen jetzt? Hältst du dich da auf? Schlägst du da Wurzeln? Fängst du da an, alles zu beobachten oder machst du dir Gedanken über Dubai und was kann man in Dubai machen und was kann man da nicht machen? Machst du nicht, warum? Was ist das Ziel? Das Ziel ist Australien. Das Ziel ist ja nicht Dubai, ist nicht der Transitort. Wenn du jetzt von hier nach Saudi-Arabien fliegst, nach Mekka, machst du meistens Transit entweder in Ägypten, in der Türkei oder in Jordanien. So interessieren dich diese Transitländer, beschäftigst du dich mit diesen Ländern? Tust du dich nicht beschäftigen, weil das ist nur Durchreise. So ist dieses Leben auch. Diese Erde ist Transit. Wir sind nur hier auf der Durchreise. Warum schlagen wir Wurzeln? Warum machen wir sie wichtiger als die Religion Allahs? Warum machen wir die Dunya wichtiger als Allah Azza wa Jal selbst? Weil derjenige, der nicht schafft, fünfmal am Tag zu beten, du hast dieses Leben wichtiger gemacht als Allah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das, was er verlangt und verpflichtet, das muss sein. Da gibt es keine Fragenzeichen. Da gibt es nicht, ich überlege und ich mache mir Gedanken. Was Pflicht ist, ist Pflicht. Wir können es nicht ändern. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Bunya al-Islamu ala khams, der Islam baut auf fünf, diese fünf Sachen, die Religion baut darauf. Die müssen sein. Die können wir nicht verändern. Aber wir denken, wir haben Zeit. Wir denken, wir haben Zeit. Ach, kein Problem. Wir nehmen diesen Transit, diese Erde, als würden wir sehr viel Zeit haben. Ach, ich mache im Alter Hajj. Ich mache später Hajj. Ich mache später. Ich fange später an. So gehen wir schlafen und so wachen wir auf, bis der Tod uns ereilt. Und wenn der Tod uns ereilt, dann ist das für uns wie eine Backpfeife. Warum? Weil wir nicht vorbereitet waren. Weil wir diesen Tod nicht erwähnt haben, weil wir nicht über Tod hören wollen. Wir wollen zusammenkommen und dass wir immer glücklich sind und immer lachen. Habibi, wer dir gesagt hat, du wirst auf diesem Leben glücklich, der hat dich angelogen. Dieses Leben ist nicht hier, um glücklich zu werden. Du erreichst vielleicht innere Zufriedenheit.
durch die Religion innere Zufriedenheit. Aber hier ist nicht etwas, was Glück ist hier von nicht mal von Dauer. Glück ist hier nicht von Dauer, vielleicht ein paar Momente. Sonst musst du arbeiten, tun und machen. Hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seine 23 Jahre Nubuwa, hat er irgendwie 23 Jahre Glück gehabt oder hat er das nicht gehabt? Hat er sich nicht angestrengt, geblutet? Hat er sich nicht bemüht und gemacht und getan? Hat er nicht gebetet, bis er Wunden in seinen Füßen hatte, obwohl er es nicht musste? Und ich muss kommen und dir sagen, du musst 5-mal am Tag beten, Bruder. Du musst 20 Minuten Allah geben. Bitte 20 Minuten, gib sie doch. Während du 14 Stunden jemand gibst, der nicht der Grund dafür ist, dass das deine Versorgung ist. Weil Allah versorgt. Allah versorgt, Achi. Wenn wir sagen, wer ist der Versorger? Alle würden sagen, Allah. Aber wir glauben nicht daran. Allah will keine Lippenbekenntnisse oder Lippenbewegungen. Allah will Taten aus dem Herzen. Er will sehen, dass wir was tun. Weil wir keine Zeit haben. Wir haben keine Zeit bei Allah, dem Herrn der Welt. Wir haben keine Zeit, Bruder und Schwester im Islam. Du machst dir Gedanken, ob du dich bedecken sollst. Du hast keine Zeit. Dieser Gedanke ist Verschwendung. Bedeck dich vor Allah, Azza wa Jal. Du machst dir Gedanken, ob du jetzt anfangen sollst zu praktizieren. Du hast keine Zeit, darüber nachzudenken, Bruder. Oder hat dir jemand gezeigt, wie viel Zeit du noch hast? Eine imaginäre Uhr, die tickt immer weiter. Bruder, vielleicht steht bei mir 2 Stunden noch. Vielleicht steht bei mir nur 2 Tage. Ich weiß das doch nicht. So hat Allah den Tod erschaffen. Unkenntnis, wann er kommt. Unkenntnis, wie er kommt. Hat er uns nicht verraten. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, sind wir bereit, vor Allah uns zu stellen? Bist du bereit, dich vor Allah zu stellen? Frag mich, Bruder, ich bin bereit, Bruder. Frag mich. Ich weiß nicht, wie ich manche Sachen sagen soll. Ich weiß nicht, was ich Allah in manchen Taten, die ich denn sagen soll, Bruder. Wenn er mich fragt, warum hast du so gemacht? Wallah, Bruder, ich weiß es nicht, wie ich diesem König der Könige, dem Herrn der Welten, dem Alabama Barmherzigen, dem Gerechten in seiner Strafe, wie ich den sagen soll, ich habe es gemacht darum. Weil manche Leute denken, das wird klappen. Ah, wird schon funktionieren. Allah Ghafur Rahim. Allah ist Alpha, der Vergebende, der Barmherzige. Natürlich ist Allah der Alabama, der Barmherzige. Ohne Zweifel, Bruder. Ohne Zweifel. Aber schau auf deine Vorfahren. Guck mal, was deine Vorfahren gemacht haben. Warum hat... Und guck mal, ich gehe jetzt nicht auf Sahaba, ja? Sahaba, radiallahu anhum, sind Sterne, Bruder. Immer Malik, Abi Hanife, Shafi, Ahmed, Namen, die ihr mal gehört habt. Guck mal, was die gemacht haben, wie sie ihr Leben gelebt haben in dieser Religion. Warum haben die so viel gemacht und getan und geopfert? Warum haben die so viel gemacht? Weil die das nicht wussten, dass Allah alle vergeben barmherzig ist? Irgendwas haben wir doch hier verdreht. Irgendwas haben wir hier verdreht. Wir ruhen uns auf irgendwas aus. Merkt ihr nicht, dass der Shaitan, La'natullah, uns reingelegt hat? Er legt uns rein. Warum? Weil wir uns mit der Religion nicht beschäftigen und nicht Wissen erwerben. Uqsimu billah, Ikhwan wa Akhawat, Brüdern und Schwestern, ich lege euch eine Sache nahe und dann gebe ich ein Hadith und beende. Bitte beschäftigt euch mit der Religion und das Wissen der Religion. Lernt eure Religion. Religion ist nicht nur, wir treffen uns in einen Saal, wir machen emotionelle Vorträge, Alhamdulillah, auch schön, alles gut. Und nein, Religion ist, dass du lernst. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, fa'allam annahu la ilaha illallah. Du sollst wissen, wahrlich, es gibt keine Gottheit außer Allah. Also lerne über Allah subhanahu wa ta'ala. Wer ist Allah Azza wa Jal? Was verlangt? Warum? Weshalb? Wieso? Dann bist du geschützt bei Allah Azza wa Jal. Du musst deine Religion lernen. Und wir haben Möglichkeiten. In Deutschland gibt es so viele Möglichkeiten, Achi. Und Uchte, es gibt so viele Möglichkeiten online, du kannst Seminare besuchen. Shuyuch verlassen ihre Städte. Sheikh Abul Hussein aus Leipzig, der kommt nach Duisburg. Das sind fast 600 Kilometer. Normalerweise, wir müssen zum Wissen gehen, nicht das Wissen zu uns. Ja, nee, die Möglichkeiten sind da. Vergiss das nicht. Lernt eure Religion. Ich gebe euch jetzt einen Hadith als Balsam fürs Herz. Ein Hadith von Talha ibn Ubaidullah. Sehr schöner Hadith.
Hadith authentisch bei Ibn Majah. Talha ibn Ubaidullah berichtet von zwei Leuten, die den Islam angenommen haben, von dem Stamm Belli. Die haben gleichzeitig den Islam angenommen. Beide gleichzeitig. Der eine von den beiden war jemand, der sich ein bisschen mehr bemüht hat in seiner Religion. Ja? Und der hat in einer Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekämpft und ist gefallen, ist Shahid geworden. Und wir wissen, Shuhada, liebe Geschwister, sowieso in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn du gelebt hast, diese Möglichkeit erreicht hast, das viel Hasanat. Das ist eine andere Stufe, Yani. Der andere hat ein Jahr länger gelebt und ist danach in sein Bett gestorben. Talha ibn Ubaidullah, nachdem beide gestorben sind, träumt von den zwei, dass er mit den zwei vor dem Tor des Paradieses steht. Der Engel kommt von dem Tor und sagt zu dem, der in sein Bett gestorben ist, komm rein, komm ins Paradies rein. Dann kommt er nach einer Weile wieder und sagt zu dem, der Shahid geworden ist, komm rein, komm ins Paradies rein, jetzt du. Und dann kommt er wieder und sagt zu Talha, geh, es ist noch keine Zeit für dich, du bist noch am Leben. Talha steht auf, wird wach, macht sich Gedanken über diesen Traum und denkt sich, subhanallah, und erzählt das den Leuten der Medina, weil er wundert sich, wie kann sein, dass der, der in sein Bett gestorben ist, vor dem ins Paradies kommt, der Shahid geworden ist in einer Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie geht das? Und erzählt das den Leuten von Medina und die Leute wundern sich, sagen, ja krass. Aber am Ende haben die zu ihm gesagt, guck mal, weißt du, es sind beide ins Paradies. Am Ende sind ja beide im Paradies. Aber Talha macht sich Gedanken, weil er denkt, weil ihr müsst verstehen, jemand, der zuerst ist oder der als erster dran ist, es ist nicht dasselbe, auch in dieser Dunya. Auch in dieser Dunya, wenn du zuerst in einer Sache bist, der Erste, der ein iPhone kauft, der wird interviewt. Der Zweite wird nicht mehr interviewt. Der Erste in der WM, der bleibt in der Erinnerung. Der Zweite, wer weiß, wer ist Zweiter in der WM geworden? Wenn ich jetzt weiß, 1994 Zweiter gewesen in der WM. Der Erste bleibt irgendwo immer in der Erinnerung. 94 war zu weit hinten, ne? So, der Erste ist immer der, der in der Erinnerung bleibt. Also Talha ibn Ubaidullah macht Gedanken. Warum ist der, der in seinem Bett gestorben ist, vor dem Shahid ins Paradies gekommen? Die gehen zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die erzählen diesen Traum und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sieht diese Bewunderung, dieses Wundern in ihren Gesichtern. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, min ayyi dhalika ta'jabun. Von was seid ihr so gewundert, bewundert darüber, dass... Dann sagen die, ja, wie kann das sein, dass der Erste, dass der eine, er als der Shahid ins Paradies kommt? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadha ba'da husanna? Hat nicht der eine ein Jahr länger als der andere gelebt? وَأَدْرَكَ رَمَضَانْ فَصَلَّ كَذَا وَكَذَا. Und er hat auch den Ramadan erreicht und hat gebetet und getan und gemacht, hat seine Gebete vermehrt, sein Sujud vermehrt im Ramadan. Dann sagt der, sagen die Sahaba radiallahu anhum, ja. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Was zwischen den zwei, den Shahid und der, der in seinem Bett gestorben ist, Unterschied ist, ist wie die Erde und der Himmel. Weil der eine Ramadan erreicht hat und der andere nicht. Das heißt, wir sind in einem goldenen Monat. Bruder, der hat, nur weil der ein Jahr länger gelebt hat und der hat den Ramadan erreicht, ist der eher ins Paradies gekommen als jemand, der Shahid gefallen ist in einer Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das soll euch klar machen, in welchem Monat ihr euch gerade befindet, was ihr ergattern könnt und was ihr euch holen könnt in diesem Monat und wie sehr wir den nächsten Ramadan uns wünschen müssen. Weil für manche ist Ramadan Belastung. Aber Ramadan kann niemals Belastung sein. Dieser Hadith zeigt dir, dass der Ramadan wirklich der Grund dafür sein kann, dass du ins Paradies kommst. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fik wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.
schickt über etwas, über Andrew. Scheiße. So. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ich bezeuge La ilaha illallah. Und ich bezeuge Muhammad al-Rasulullah, salawatu rabbi wassalamu alayhi. Qala Allah fi kitab al-Hakim, ba'd a'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu, ittaqullaha waqulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah, faqad faza fawzan azimah. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخيرا حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala uns und unsere Ängsten vor einem Schutz des Höllenfeuers und der Bestrafung im Grab. Allahumma amin. Der Bruder, der mir ganze Zeit etwas über Airdrop schickt, möge Allah die 700 Euro geben. Bruder, hör auf damit. Lass das sein. Sollen wir direkt durchziehen oder so ein bisschen? Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Guck mal, wir machen das so jetzt. Wir machen das so. Ich stelle wieder drei Fragen. Diese drei Fragen sind mit einem kleinen Geschenk von mir verbunden. Wenn man mich fragt, Abdelhamid, was meinst du mit Geschenk? Eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Was würdest du mit diesem Geschenk machen? Ich sag's dir ganz ehrlich, normalerweise würde ich meiner Mutter damit ein Geschenk kaufen. Warum? Abdullah ibn Masud sagte, ich kenne nichts, was die großen Sünden so auslöscht, wie das gute Benehmen gegenüber den Eltern. Das heißt, Zina, Alkohol, diese großen Sünden, nichts löscht die großen Sünden so aus, sagt Abdullah ibn Masud. Wie die Gutmütigkeit, Birru Walidain, wie die Gutmütigkeit gegenüber den Eltern. Das wäre mein Tipp. Fangen wir an mit der ersten Frage, aber nicht reinrufen. Ich suche mir einen aus und dann antwortet er das, was er kann, dann gibt es ein kleines Geschenk, okay? Und guck mal, ich meine auch die Fragen ernst, ne? Das sind keine Spaßfragen und das sind auch keine Fragen, um irgendjemanden bloßzustellen, weil ich kenne die Antworten auch. Die erste Frage ist, nenn mir 10 Fußballstars, die jeder kennt. 10 Fußballstars, die jeder kennt. Der Bruder da vorne. Ja, du. Ronaldo. Messi. MAP. Wie? Haaland. Salah. Reus. Lewandowski, noch drei. Ronaldinho, Pelé, wartet, Pelé, Bellingham. Kenn ich nicht, okay, zieht, Oliver Kahn, Oliver Kahn, 10, okay. Was war los? Was war los? Du musst eigentlich so, Bruder, hast du noch nie bei FIFA diese Foot gemacht? Hier sag, guck mal, das für dich, bist bitte. So. Die zweite Frage ist, gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie rein und ich kenne die Antwort auch, also nicht, dass ihr denkt, ich kenne das auch. Nenn mir 10 Rapper, die jeder kennt. Ich kenne auch 10 Rapper. 10 Rapper, die jeder kennt. Ja, du da vorne. Ja, du. Nein, nein, nicht der vor dir, der Kleine vor dir, der gerade mit dir, ja, genau du, mit dem Jordan-Pullover. Okay. Okay, der ist ganz mutig, Mann. Der ist mutig. Okay, komm zu mir, komm. So, nennen Sie alle 10. Mero. Wer? Mero. Mero. Capital Bra. Ja. Samra. Ja. Wer noch? AZ. AZ. Pushido. Hassan. Azad. Barello. Hussan.
Husan? Wer? Husan. Wer ist das? Husan. Husan? Das ist ja. Kein Rapper, ich brauche Rapper. Zuna? Zuna? Tupac? Tupac? Nate Dogg? Nate Dogg? Und Nelly? Und Nelly? Bravo! Bravo! Der weiß gar nicht, wer Nelly ist, Bruder. Der Kleine weiß gar nicht, wer Nelly ist. Ist egal, Nelly. So, jetzt kommen wir die dritte Frage. Nenn mir 10 Namen, ohne zu stottern. 10 Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, ohne zu stottern. Welcher? Komm nach vorne, der Kleine. Ich habe irgendwas mit Papa hier gehört, Bruder. Was sind die Familienangelegenheiten? Wenn er die 10 Namen kennt, Allahumma barik. So, ich brauche 10 Namen von Allah. Nein, Bismillah zählt nicht. Alhamdulillah zählt auch nicht. Warte, ich hab alle jetzt vergessen. Das alle jetzt vergessen? Guck mal, ich helfe dir jetzt. Okay? Wir haben einmal Allah. Das ist ein Name. 2, dann haben wir Salam. Assalam. Dann haben wir Ar-Rahman. Dann haben wir Al-Ghafur. Al-Ghafar sind 4. 5, Ar-Rahim. 6, ich helfe dir jetzt noch. Ar-Rahman. Jetzt brauche ich noch 4. Hä? Nein, Al-Basir, machen wir 7 raus. Ich helfe dir noch ein. Al-Alim sind 8. Jetzt brauche ich noch 2 von dir. Wie? Al-Malik, 9. Al-Azim. Jetzt nehmen wir keine Kinder, jetzt nehmen wir Erwachsene. Ohne zu stottern. Wer stottert, hat verloren. Letzte Frage. Nenn mir 10 Sahaba. Ohne zu stottern. Ich will 10 Sahaba. Ohne Hilfe. Ohne reinrufen. 10 Sahaba von dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die diese Religion getragen haben. Ich sehe da ein. Da hinten der Bruder mit dem schwarzen T-Shirt. Du, der gerade mit dem so reinruft. Steh auf, ja. Warte, bitte nicht reinrufen, Jungs. So, nenn mir die Shadi ein bisschen. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Ibn Masud, Bilal, Khalid bin Walid, 7. Weiter, Obeida. Weiter, ich brauch, die Namen zählen so nicht, ich brauch richtige Namen. Nein, der hat Obeida best verbunden. Guck mal, wir machen so. Machen wir weiter, guck mal, wir machen Ibn Abbas, sind wir bei 8, noch 2. Ubeida ibn Talha, machen wir auch nochmal, komm. Seht was. Verloren. Ich brauche wieder 10 neue. Ich brauche 10 neue. Nein, ich suche mir einen aus. 10 neue. Du siehst mir zu ready aus. Nein. Ich habe kein Geld zu verschenken. Ich muss einen aussuchen, wo ich weiß, da wackelt. Da hinten haben welche aufgezeigt. Ja, dieser Arm da. Dieser Arm, wo die, ja genau du, Bruder. Steh du auf, in der Mitte gerade, mit dem schwarzen Pullover. So, ja. Abu Bakr, Omar. Ruhe, wir hören nicht was. Was sagst du? Abu Huraira, Bilal ibn Habeshi.
Ich helfe. Wie? Nochmal. Muad ibn Hamad? Kenn ich nicht, sag mir nichts. Bruder, es gibt mehrere Muad. Muad ibn Jabal, ja, 5. Khalid bin Walid. Hamza, lassen wir gelten. Hassan, Hussein. Ja, sallallahu alaihi wa sallam. Und noch ein. Abbas, der Onkel. Okay, lassen wir gelten. Gib dem Bruder, bismillah. Da muss auf Sahaba mehr geben. Oder? Das ist eine Sache von Ehre. Wenn wir für Rapper 50, dann müssen wir dafür viel, viel mehr geben. Also, liebe Geschwister, guck mal, ich mache das immer sehr, sehr gerne, aber wir machen das ja nicht aus Spaß. Das ist ein kleines Geschenk von mir, nichts Bedeutsames. Die Sache ist aber, wir müssen eine Sache realisieren, Jungs. Das ist nicht unser Dien. Das sind nicht die Muslime, die wir sein sollten. Wir dürfen über solche Angelegenheiten nicht nachdenken. Wenn ich dir sage, wenn ich dich um 3 Uhr nachts aufwecke und sage, hey, nenn mir 10 Namen von Allah, musst du direkt brettern. Bam, 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 bam. Wie der gesagt hat, Mero, Double Time. Das muss rauskommen. Das muss rausschießen. Wenn ich dir sage, Sahaba von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muss rausschießen. Die Sache muss rausschießen. Musst du direkt die 4 rechtgeleiteten Khulafa, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Masud, Abdullah ibn Masud. Gibt so viele Namen. Bilal ibn Rabah al-Habashi. Dann gibt Zayd ibn Harith. Sa'd ibn Abi Waqas, so viele Sahaba, subhanallah, die Sebeb sind, dass wir heute hier sitzen. Würden die nicht sein, würden wir wahrscheinlich irgendwelche Statuen anbeten. Würden die nicht sein, würden wir wahrscheinlich irgendwelche Statuen anbeten. Wir würden wahrscheinlich irgendwelche Götzenanbeter sein, die irgendetwas anbeten, alles außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Also müssen wir diese Menschen, die diesen Dien getragen haben, auch lernen, Jungs. Der Islam ist nicht nur, viele denken, der Islam ist immer nur, ich muss 5-mal am Tag beten, ich muss Jumu'ah, ich muss mich bedecken, ich darf kein Parfüm benutzen, ich darf keine Zinsen. Der Islam ist viel, viel, viel mehr als das. Der Islam ist zum Beispiel, Allah wird dich zur Rechenschaft ziehen. Ob du deine Kinder erzogen hast oder nicht. Allah wird dich fragen, Abdulhamid, ich habe die Kinder gegeben. Hast du sie erzogen oder hast du sie nicht erzogen? Oder hast du sie einfach leben lassen? Sie sind noch Kinder, die Armen. Wir kennen unsere Frauen. Sie sind noch Kinder, die Armen. Haram, weißt du, alle schminken sich. Karneval, der muss auch. Es ist sogar so weit gekommen, dass wir zum Beispiel, wenn wir diese Winter, diese Weihnachtsferien haben, werden ja in den Schulen diese Weihnachtsbazare gemacht, richtig? Und mir hat meine Frau eine Sache erwähnt, ich war geschockt. Die meinte, guck mal, ich habe mich von dieser Sache ferngehalten und habe gesagt, ich kann da nicht mitmachen. Musliminnen mit Kopftuch haben gesagt, nein, wieso sollen wir das ausfallen lassen? Komm, lass uns einen Weihnachtsbazar machen. Deswegen wirst du befragt werden von Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, die Kinder sind Fitna für dich. Sie sind eine Fitna für dich. Sie können dich entweder in Jannah oder in Jahannam bringen. Weitere Sachen, die angefragt werden von Allah subhanahu wa ta'ala, der Dien ist viel, viel mehr als Gebet und Bekleidung. Der Dien ist zum Beispiel, wie hast du dich benommen gegenüber deinen Eltern? Es nützt dir kein Bad, es nützt dir keine Bedeckung, wenn du kein Benehmen hast gegenüber deinen Eltern. Und ich habe viele gesehen, die haben kein Benehmen gegenüber ihren Eltern, richtig? Manchmal, ich bin geschockt, Brüder, die ich kenne, die ich liebe, Bad bis zum Bauchnabel. Wenn ich höre, wie er mit seinem Vater oder mit seiner Mutter am Telefon redet, a'udhu billah. Ich frage mich wirklich, was bei diesem Typen schiefgelaufen ist. Allah wird ihn befragen. Allah wird dich befragen, wozu du dein Handy benutzt. Wozu du dein Handy benutzt. Wie viel Musik hast du mit deinem Handy gehört? Deswegen wirst du befragt werden. Man denkt immer, ja, ich werde befragt, Gebet, Fasten, Jumu'ah, Umrah, Hajj. Nein, Allah, guck mal, dieser Tag wird 50.000 Jahre dauern.
Und Allah wird jede Kleinigkeit anfragen. Ich habe dir eine Ni'ma gegeben mit dem Handy. Was hast du mit dem Handy gemacht? Musik gehört. Mittlerweile, Bruder, ich war geschockt. Ich habe nach langer, langer Zeit wieder TikTok runtergeladen. Ich habe gestern so ein bisschen gescrollt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Für mich war es Pflicht, wieder diese App zu löschen. Was da passiert nachts, während Menschen... Ich kenne, was hast du erwähnt? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seine Füße waren voller Wunden, weil er nachts im Gebet stand. Ne? Kennt ihr das, wenn er Tarawih betet? Und wenn er dann salamu alaikum, denkst du dir, Alhamdulillah, was hat er da mit uns angestellt? Meine Füße tun mir weh, die Knie tun weh, die Waden tun weh. Der hat uns auseinandergenommen, richtig? Das heißt also, ich kenne so, dass der Prophet Qiyam al-Layl gemacht hat. Bruder, ich sehe Muslime im Internet 3, 4, 5 Uhr nachts, wo ich mein Suhur einnehme, wo ich Koran lese, sehe ich, die machen Live-Matches. Mann mit Frau, Frau mit Mann. Schwestern mit Brüder, Brüder mit Schwestern. Und ich denke mir, ist das meine Religion? Also, guck mal, liebe Geschwister, ich kann nicht viel von mir, vielleicht wird Allah irgendwann mal einen Tag geben, wo ich von mir erzählen kann. Aber ich habe für diese Religion geblutet. Wallah. Ich habe für diese Religion, ich wurde mitten in der Nacht rausgeschmissen in Boxershorts. Ich war nachts draußen in Boxershorts. Weil es meinen Familienangehörigen nicht gefallen hat, dass ich einen langen Bart hatte. Dass ich gesagt habe, das ist Haram, das ist Halal. Ich wurde blutig geschlagen. Ich habe Blut gespuckt, weil ich gebetet habe. Und das ist nicht meine Religion. Dafür habe ich nicht geblutet. Dafür habe ich nicht geopfert. Und das ist auch nicht das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam getragen hat mit den Sahaba. Spaß, alles schön. Ich bin auch nicht hier, um zu unterhalten. Wenn ihr denkt, ich bin gekommen, um hier eine Unterhaltung zu machen oder Fotos zu machen oder ein bisschen zu lachen, dafür bin ich nicht gekommen, liebe Geschwister. Ich bin ein verheirateter Mann, habe 2 Kinder. Ich bringe gerade meiner Tochter das Koranlesen bei. Habe ich Besseres zu tun. Und ich bin nicht gekommen hier, um zu entertainen. Ich bin hier gekommen, um zu ermahnen. Es gibt uns eine Geschichte. Eine Geschichte ist für uns, diese Geschichte nimmt das ganze Leben eines Muslims auseinander. Bei Allah auseinander nimmt er diese Geschichte, das Leben. Ein Mann erwähnt ein Abid. Abid bedeutet das Maximum an Ibadah, was ein Mensch machen kann. Tagsüber Allah, nachtsüber Allah. Dieser Mann hat nur im Kloster gelebt. Der hatte einen eigenen Kloster, so wie wir, sagen wir mal in der Masjid, und der ist nicht rausgegangen aus dieser Masjid, nur um vielleicht was zu essen zu holen oder eine Angelegenheit zu erledigen, sonst 24/7 Moschee. Und dieser Mann war 24/7 in seinem Kloster, Barsisa. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Barsisa. Und Barsisa hatte nur mit Ibadah zu tun. Für den gab es nichts anderes außer Allah. Nichts anderes. Sein Leben, sein Schlafen, sein Aufstehen, seine Aufopferung, sein Leben, sein Tod waren nur Allah. Und so kamen dann 2 Brüder zu ihm. Weil wenn ein Bruder, ein Scheich, den wir lieben, also ich würde meinen Lehrer blind vertrauen. Also bei dem Lehrer, wo ich gelernt habe, blindes Vertrauen. Nicht Geld, Familie, alles. Weil das ist ein Mann, wo man weiß, dieser Mann ist, subhanallah, er ist ein Ergebener, ein Abid. Und so sind 2 Brüder zu diesem Barsisa gegangen und sagten, ja Barsisa, wir müssen in den Krieg. Wir haben aber eine Schwester, wir haben keine Eltern, wir haben keine anderen Leute, die auf unsere Schwester aufpassen können. Unsere Schwester ist jünger. Wir müssen in den Krieg. Es gibt keinen, den wir vertrauen können, außer dir. Und bitte hör zu. Das kann jetzt vielleicht leicht langweilig sein, aber ihr müsst ganz genau zuhören. Ganz genau zuhören. Hier ist deine Rettung, lieber Bruder. Liebe Schwester. Das ist sowohl Schwester und Brüder.
Und sie sagen, Barsisa, es gibt keinen, dem wir vertrauen, außer dir. Sie ist unsere Perle, sie ist unsere kleine Schwester. Wir ziehen weg, pass bitte du auf sie auf. Barsisa, ein Abid. Bruder, uns wurde befohlen, die Blicke zu senken. Nicht mal berühren, Blicke senken. Barsisa direkt, A'udhu Billah. Nein, auf gar keinen Fall passe ich auf eure Schwester auf. Gesagt, getan, sind weggegangen. Barsisa dann. Jetzt kam eine Stimme. Und diese Stimme haben wir alle hier im Kopf. Möge Allah diese Stimme verfluchen und entfernen von uns. Und diese Stimme kam in den Kopf von Barsisa. Und sie sagte zu ihm, Barsisa, du bist doch ein Abid, du bist ein Abdullah. Du bist ein Diener Allahs, du fürchtest Allah. Hast du nicht gehört, was die zwei Brüder gesagt haben? Sie wollen in den Krieg ziehen und sie haben keinen, wen sie die Schwester ihnen anvertrauen können. Wenn du das nicht machst, wer dann? Irgendwie muss ja alles geschützt werden. Du musst das machen, Barsisa. Wenn du das nicht machst, nützt ja auch deine Gottesdienste nicht, wenn das Land und die Religion nicht geschützt wird. Barsisa hat nachgedacht. Er sagte, ja, das stimmt. So ist er zu den zwei Brüdern gegangen und sagte, okay, ich passe auf eure Schwester auf. Aber, weil er ist ja ein gottesfürchtiger Mensch, richtig? Ich werde nicht mit eurer Schwester alleine wohnen oder sie wird nicht bei mir wohnen. Sie wird im Haus hinter meinem Tempel leben. Da ist ein Haus, da wird sie leben. Ich werde mich um sie kümmern, aber alles in den Grenzen Allahs. Sie sagten, okay, super, wir machen das. Die Schwester zieht alleine ein in dem Haus hinter dem Tempel von Barsisa. Jetzt morgens, morgens und abends legte ihr Essen. Aber wie legte ihr Essen? Vor seiner eigenen Haustür des Tempels. So dass sie aus dem Haus rauskommen muss, die Schwester, und die Essen ein paar Schritte gehen muss, ihr Essen nehmen muss und dann wieder ins Haus. Ein Tag, zwei Tag, jetzt kommt wieder die Stimme. Barsisa, das kannst du nicht machen. Das ist eine Schwester in deiner Religion. Die ist ehrenvoll. Du musst auf ihre Ehre achten und ihre Scham achten. Wie sieht das denn aus, wenn sie aus ihrem Haus kommt? Vielleicht sind da irgendwelche Männer, die ihr hinterherlauern. Geh du zu ihrer Haustür, Barsisa. Leg es davor, du bist gottesfürchtig. Du fürchtest Allah, du brauchst ja nicht mit ihr reden. Barsisa dachte sich, ja, das stimmt. Also hat Barsisa angefangen, ihr das Essen vor der Tür zu legen. Es ging eine Zeit lang gut. Jetzt kommt wieder diese Stimme. Barsisa. Guck mal, die ist schon so lange alleine, Monate sind wahrscheinlich verstrichen, die hat mit keinem geredet. Glaubst du nicht, dass sie in einer Fitna fallen kann? Dass sie anfängt rauszugehen, mit anderen zu reden? Klopf doch an ihrer Tür, red mit ihr, du redest doch hinter der Tür mit ihr. Ist doch alles okay, du bist ein gottesfürchtiger Mensch, Barsisa. Lieber redet sie mit dir einen Abend, als mit irgendwelchen Kaputten da draußen, Barsisa. Lass das nicht zu, red mit ihr, sie braucht Gesellschaft. Hinter der Tür, Barsisa. Macht Sinn. Barsisa legt ihr das Essen vor der Tür, klopft an der Tür und wie geht's dir, wie machst du? Und man unterhält sich. Der Schwester hat's gefallen. Und dann kommen vielleicht Gespräche wie, ich bin nicht so eine. Nein, ich bin auch nicht so einer. Kennst du uns? Guck mal, ich bin nicht wie die anderen Kanaken. Ich bin anders. Ich bin anders. Verstehst du? Nein, ich bin auch nicht seine. Guck mal, ich will so. Wir kennen diese Gespräche. Guck mal, ich weiß nicht, ob du welche kennst, aber ich bin anders. Ich bin ganz anders. Ich bin auch anders. Zusammen sind die dann anders. Und dann sind sie zusammen, seid ihr gleich. Bravo. Eine Zeit lang geht das so, hinter der Tür. Was haben wir gesagt? Barsisa ist ein gottesfürchtiger Mann. Jetzt kommt die Stimme wieder. Barsisa. Yani, du behandelst sie wie, ich sag mal, wie ein Hund. Wie redest du denn hinter der Tür? Barsisa, geh doch rein, red mit der, unterhalt dich mit der. Du bist ein gottesfürchtiger Mensch, ist doch kein Problem. Ich kenne die Grenzen Allahs. Was haben wir gesagt? Ich bin anders, Bruder, oder? Womit fängt das an? Assalamu alaikum.
Womit endet das dann? Möge Allah dich verfluchen, oder? Okay. Wir versuchen, Parallelen aufzubauen. Er sagt, ja, guck mal, sie vertraut mir, ich vertraue ihr. Wir beide glauben an Allah. Wir beide sind gottesfürchtig, wir kennen unsere Grenzen, richtig? Kommt euch das bekannt vor? Bruder, ich bin Abdulhamid, Bruder. Ich kenne meine Grenzen, ich habe kein Problem. Ich weiß, was ich machen kann und was nicht. Sie glaubt auch an Allah, weil sie hört meine Vorträge. Also wir beide fürchten Allah und wir werden beides Gutes machen. Er sagt, ja. Nächsten Tag gibt ihr Essen, klopft an der Tür, redet mit der, geht rein und wie geht's dir und machen und alles gut und dies und das. Von Reden, Berührung, von Berührung, Küssen, von Küssen, Sinner. Sinner, schwanger. Schwanger? Wallahi, ich schwöre bei Allah, ihr wisst nicht, wie viele Geschwister mir schreiben, Bruder, ich habe einen Fehler gemacht, da war ein Junge, ich habe ihn vertraut. Ich habe einen riesen Fehler gemacht, ich weiß nicht, was ich machen soll, meine ganze Zukunft ist kaputt. Kennen wir alle diese Geschichten? Dann haben sie Sachen gemacht. Der Bruder sagt, ja, Bruder, ich liebe sie. Und dann, als er gehört hat, jetzt ist sie schwanger, Bruder, ich muss sie loswerden. Ich muss sie loswerden jetzt. Jetzt ist nicht mehr für Allah. Jetzt ist nicht mehr für Allah. Wir kennen alle diese Geschichten. Schwanger Sohn, jetzt kommt die Stimme wieder. Hat ihn lange, guck mal. Wenn der Shaitan an deiner Tür klopft, der will gar nicht, dass du aufmachst. Der würde sich sogar denken, guck mal, wie dumm der ist, der macht die Tür für mich auf. Der Shaitan, wenn der an deine Tür klopft, dann möchte er nur, dass du hinter der Tür fragst, wer ist da? Wenn du hinter der Tür fragst, wer ist da, der nimmt dich auseinander, Bruder. Das ist der größte Alim auf dieser Dunya. Shaitan ist der Wissendste momentan auf dieser ganzen Dunya. Der hat Adam aus dem Paradies geholt. Da wird er dich aus seinem Haus holen. Barsisa, guck mal, was sollen die Leute denken? Was sollen die Leute denken? Ein Junge, du bist Barsisa, du bist ein Abed. Die Menschen lieben dich, weil du so gottesfürchtig bist. Die Menschen werden reden. Du musst diesen Jungen umbringen, Barsisa. Ein Tag, zwei Tag, drei Tag, diese Stimme ist da. Und man denkt drüber nach, über das Gesagte, was hier drinnen passiert. Es ist so, als würde es in deinen Körper fließen, diese Gedanken. Er denkt nach, er sagt, er hat recht. Er packt sich den Kleinen, sein Sohn bringt ihn um. Jetzt denkt er sich, ach, wie konnte ich das machen? Er hat es bereut. Er ist ein Gläubiger, ein gottesfürchtiger Mann. Er hat es jetzt bereut und denkt sich, boah, was soll ich machen? Jetzt kommt die Stimme wieder in seinen Kopf und sagt, Barsisa, diese Frau wird dich verpetzen. Du darfst keiner Frau vertrauen. Guck mal, wohin sie dich gebracht hat, Barsisa. Sie wusste doch, du bist ein gottesfürchtiger Mensch. Wieso hat sie das überhaupt mit dir gemacht, Barsisa? Die wird das jedem erzählen, was du gemacht hast, dass du das Kind umgebracht hast. Und wenn die Brüder kommen, du bist tot, Barsisa. Bring sie auch um. Er bringt sie auch um. Jetzt ist Barsisa in einer Situation, wo er nicht sein wollte. Lüge über Lüge, Sünde über Sünde. Jetzt kommen die großen Sünden. Erst hat er, was hat die Stimme gemacht? Kleine Sünden, klein. Er hat Zeit, Bruder. Klein, 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 klein. Jetzt wohin hat er ihn gebracht? Lügen, Sinner, Mord. Jetzt hat er sie auch umgebracht. Nach langer Zeit kommen die Brüder wieder. Die Stimme kommt, sagt Barsisa. Du musst sagen, sie war krank. Sie ist krank, sie ist gestorben, du hast sie begraben. Safi. Die Brüder kommen wirklich vom Krieg wieder. Sagen, Barsisa, wo ist unsere Schwester? Sagen, Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war krank, sie ist gestorben, ich habe sie beerdigt. Wie, sie ist gestorben? Sie ist gestorben, Subhanallah. Ich habe das Beste gemacht, was ich machen konnte. Er hat aber nicht geholfen, sie ist gestorben. Safi, ich kann euch da leider nicht helfen. Wo ist sie begraben? Da ist sie begraben. Die Brüder natürlich traurig, richtig? Die Brüder natürlich traurig. Die Brüder natürlich traurig. Nein, kein Problem, kein Problem. Könnt ihr ruhig machen. Kommt noch mehr? Okay. Die Brüder traurig gehen nach Hause. Am nächsten Tag stehen beide Brüder auf.
Jetzt sagt der jüngere Bruder zum älteren Bruder, ich hatte einen sehr, sehr merkwürdigen Traum. Er sagte, ich auch. Also was hast du geträumt? Ich habe geträumt, dass meine Schwester zu mir kam und hat gesagt, dass das und das und das passiert ist und dass Barsisa sie umgebracht hat und dass sie das und da liegen. Er sagte, Subhanallah, ich habe dasselbe geträumt. Das ist kein Zufall, lass uns zu Barsisa gehen. Das ist kein Zufall. Dann gibt es da eine Überlieferung, dass sie wirklich an diesem Ort gegangen sind. Da haben sie die gefunden, sie haben die ausgegraben. Weil im Traum hat sie gesagt, ich liege da und da. Sie haben die ausgegraben, sie haben sie gefunden. Sie haben gesagt, Barsisa wird sterben für das, was er gemacht hat. Sie gehen an Barsisas Tür, klopfen an seine Tür. Barsisa, komm raus! Was hast du gemacht? Barsisa drinnen, Angst. Oh mein Gott, sie haben alles herausgefunden. Was soll ich machen? Sie werden mich umbringen. Wer kommt? Diesmal kommt nicht die Stimme. Weil das ist am Ende seiner Zeit. Diesmal kommt eine Gestalt in Menschengestalt vor Barsisa. Sagt Barsisa, ich bin deine Stimme in deinem Kopf gewesen. Ich bin Shaitan. Ich habe dich durch diesen Weg geführt. Ich habe aber noch eine Chance für dich, um hier raus zu retten. Ich bin noch für dich da, Barsisa. Aber eine Sache musst du machen, damit ich dir helfen kann und dich aus dieser Situation rausholen kann. Ein Auto? Ein Auto DU-HD 808 bitte wegparken. DU-HD 808. Okay. Und sag, Barsisa, ich werde dich da rausholen. Vertrau mir. Guck mal, vertrau mir, ich hole dich da raus, aber du musst eine Sache machen. Er sagt, ich werde alles machen, nur bitte. Ich habe schon mein Gesicht verloren, ich habe alles verloren. Was muss ich machen? Mach Sujud vor mir, wirf dich vor mir nieder, bete mich an. Wie? Bete mich an, Barsisa, du hast keine Zeit zum Nachdenken. Mach es. Barsisa macht Sujud vor dem Shaitan. Der Shaitan dreht sich um mit einem Lachen. Salamu alaikum. Die Menschen kommen rein, köpfen ihn tot. Wo? Als was ist er gestorben? Als Käfer, als Muschrik. Er wird für immer in Höllenfeuer brennen. Er wird für immer in Jahannam sein, von einem Abid zu einem Muschrik. Und das, liebe Geschwister, ist der Shaitan, was er mit uns macht. Wallahi, der Shaitan kommt in jeden von uns rein und sagt, guck mal, es ist doch nicht schlimm. Es ist doch nicht schlimm. Guck mal, ich grüße euch mit Salamu alaikum. SLM. Wa SLM. Abkürzung. Guck mal, ist doch kein Problem. Du gehst mit den Jungs raus. Du musst aufpassen, weil die trinken ja. Deine Jungs trinken ja. Einer muss fahren. Du machst ja was Gutes, Bruder. Du machst was Gutes, der nennt dich sogar Bruder, dieser Hund. Das ist ein Hund. Der nennt dich sogar Bruder, Bruder. Ist kein Problem. Fahr die, du bekommst sogar Belohnung, weil du schützt sie. Ist kein Problem. Lüg, betrüg, mach. Guck mal, du betest. Er fängt mit kleinen Sünden an, liebe Geschwister. Er fängt mit kleinen Fehlern an. Mach das, mach hier, ist kein Problem. Ach, du bist doch eh nicht so religiös. Ob du jetzt darauf achtest oder nicht, macht ja keinen Unterschied bei dir. Und dann, wenn er dich darin hat, dann fängt er an mit den großen Sünden. Wozu ruft der Shaitan, Bruder? Ich sag euch jetzt was. Ruft der Shaitan nicht zu Alkohol? Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt über Alkohol? Verflucht. Der, der ihn trinkt, der ihn bringt, der ihn trägt, der ihn produziert, für den man ihn produziert. Richtig? Verflucht von Allah. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch gesagt? Derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der sitzt nicht an einem Tisch, wo Alkohol ist. Amen. Was macht der Shaitan zu dir? Geh doch in die Shisha-Bar, ist kein Problem. Ob du in dieser Shisha-Bar reingehst oder in dieser Shisha-Bar reingehst, du trinkst doch kein Alkohol. Aber er bringt dich an einem Ort, wo der verflucht ist. An einem Ort, der verflucht ist. Beispiel, ich bringe dich zur Moschee. Was machst du in der Moschee? Du wirst beten. Du wirst spenden. Ich bringe dich an einem Ort, der verflucht ist. Was wirst du machen? Verfluchte Sachen. Du wirst verfluchte Sachen machen. Nicht beim ersten Mal. Was haben wir gesagt? Er möchte ja nicht, dass du fragst, wer ist da. Er möchte nur, dass du die Tür aufmachst. Er möchte nur, dass du fragst, wer ist da. Wenn du fragst, wer ist da, er holt dich aus deinem Haus heraus. Er holt dich aus deinem Haus heraus. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam über Zina gesagt? Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam über Zina gesagt?
Hört ganz genau zu, derjenige oder diejenige, derjenige oder diejenige, die Sinner machen, die machen gerade Sinner, Allah entzieht aus deinem Körper dein Iman. Allah entzieht aus deinem Körper den Iman und lässt den über deinen Kopf wie so eine Glocke hin und her läuten. Wenn du fertig bist mit dieser Sünde, entscheidet Allah, ob er diesen Iman wieder reinschickt oder nicht. Zu was hat der Shaitan dich gerufen? Wieder zu einem Iman, den du verlieren kannst. Liebe Geschwister, ihr müsst eine Sache wissen. Eine Sache müsst ihr wissen. Ich werde ein bisschen lauter reden, wenn es okay für euch ist. Shaitan will nichts anderes, außer dass du brennst. Shaitan will nichts anderes, außer dass du brennst. Er wird es dazu hinbekommen, dass du eine Freundin bekommst. Und wenn du eine Freundin hast, guck mal, erstmal bringt er dich dazu zu schreiben. Erstmal mit einem Like. Like ihr Bild, es ist nur ein Like. Es fällt nicht auf. Guck mal, wie viele Follower sie hat. Ein Like. Schreib ihr, sie wird dir nicht zurückschreiben. Dann schreibt sie zurück. Oh mein Gott, sie hat dir zurückgeschrieben. Schreib ihr zurück. Weil jetzt ist Pflicht, du musst zurückschreiben. Ja, gib mir deine Handynummer, telefonier, trefft euch. Sinner begangen. Du hast einmal Sinner gemacht. Mach zweimal Sinner, mach dreimal Sinner. Es macht keinen Unterschied mehr, wird er dir einreden. Er will, dass du in Jehennem brennst. Dieser Shaitan, ihr müsst wissen, ihr müsst euch mal hinterfragen. Ihr müsst euch mal hinterfragen, warum ist diese Stimme da, die mich wirklich vom Guten abwendet? Wenn ich sage, komm, lass uns in die Shisha-Bar nach Iftar. Ja, okay. Machen wir, kein Problem. Aber wenn ich dir sage, komm, Tarawih beten, Bruder. Der Imam betet richtig schön und lange. Kein Bock. Hast du dich nicht gefragt, warum das so ist? Weil der Shaitan will, dass du brennst. Der Shaitan will, dass du brennst. Es gibt kein... Shaitan will nur, dass du brennst in Jehennem für immer, mit ihm zusammen. Mit ihm zusammen. Wie spät haben wir es? 7:30. Diese Sache mache ich noch. Guck mal, 10 Minuten. Es gibt zwei Lichter. Zwei Lichter. Brüder, Schwestern, hört mir ganz genau zu. Auch die Brüder, die gerade organisieren, 10 Minuten, nur kurz Pause, dann fangen wir direkt an. Tamam? Es gibt zwei Lichter. Einer bringt dich im Paradies, einer bringt dich in Jehennem. Einer bringt dich im Paradies, einer bringt dich in Jehennem. Das Licht Allahs bringt dich im Paradies. Richtig? Ich brauche euch auch jetzt nicht erklären, was ist das Licht Allahs. Das Licht Allahs ist das Gebet, das Licht Allahs ist das Fasten. Guckt euch mal an, Bruder. Wann haben wir uns jemals so versammelt? Wann sind Muslime so oft zusammengekommen in einem Monat, um über Allah und seine Religion zu hören? Das ist das Licht Allahs, es wird dich ins Paradies führen. Und dann gibt es ein Licht, es bringt dich in Jehennem. Welches Licht ist das? Das ist das Licht der Kamera. Das Licht deines Handys, das Licht der Kamera wird dich in Jehennem bringen. Abdelhamid, wie meinst du das? Ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe mit Brüdern geredet, mit Schwestern, yani habe ich Nachrichten bekommen. Abdelhamid, ich bereue diesen Fehler. Abdelhamid, Bruder, ich will mich verändern. Zack, ist er live, zack, ist er wieder ein anderer Mensch. Zack, ist er live, zack, ist dieses Handykamera, dieses Licht auf ihn fixiert, ist das wieder ein ganz anderer Mensch. Auf einmal macht er dieselben Fehler, dieselben Sünde. Bruder, bei allem Respekt, ich schwöre bei Allah, Achi, ich war richtig geschockt. Ich mache gestern TikTok, ich gucke und ich scrolle, wallah, es waren 5 Minuten, halt mal bitte, Bruder. Dann sind da so Schwestern, Bruder, ich komme nicht drauf klar, bei Allah, ich habe mich geschämt. Ich hab richtig Fremdscham empfunden. Ich dachte mir, la ilaha illallah, ich hatte sogar Angst, über die zu reden, weil ich dachte, Allah wird mich auch prüfen, ich habe eine Tochter. Bruder, die sitzen da und dann machen die so Musik. Machen die so, Wes. Machen, Bruder, da war eine, die hat Fratzen gemacht. Ich dachte mir, so sehen die Menschen aus, wenn man Ruqya macht, wenn wir einen Djinn haben. Bruder, die hat Fratzen gemacht. Bruder, die machen, wish, spliff, smoke weed. Ich so, hä? Was ist passiert? Wo ist der Ramadan hin? Bruder, da war eine... Ich war geschockt, Achi, da war eine Hijabi, meint ihr, I smoke weed, I have friend. Du hast gar nichts. Du machst gar nichts. Mach aus. Dann scroll ich weiter. Dann sehe ich ein Gedicht. Ich kann diesen Gedicht nicht, nein. Rosen sind rot. Erzählt, kennt ihr diesen Gedicht?
scroll ich weiter, sehe ich einen und dann sehe ich einen, der diesen einen Idioten kopiert. Hallo alle. Da ist einer, der kopiert den anderen und der andere ist geschockt, dass der andere jetzt so ist. Ich denke, ich bin geschockt, dass beide so sind. Ich denke mir, ey, möge Allah uns recht leiten. Wir wollen keine Namen erwähnen. Wir löschen die Namen, die erwähnt worden sind. Aber die Sache ist, das ist nicht der Islam, liebe Geschwister. Dieses Licht der Kamera wirft viele Geschwister in Jahannam. Dieses Licht der Kamera, Wallah, macht La ilaha illallah, den Tawhid von vielen Menschen kaputt. Ich sehe Muslime diskutieren im Internet. Nein, Allah ist da, nein, Allah ist hier, nein, ist da. Wohin, entspannt euch mal. Wer bist du, wie heißt ihr überhaupt beide? Man kennt euch noch nicht mal. Weißt du, was ich meine? Die anderen Bruder, die macht Matches mit fremden Männern. Kommt, Leute, kommt. Wohin? Wo sollen die kommen, Geschwister? Wallah. Guckt mal. Ich will nur das. Guckt mal, bitte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, vom ersten Himmel. Weil die Nicht-Muslime wollen uns herbeibringen, das Universum ist endlos. Das Universum ist nicht endlos. Rasulullah hat mit Jibril das Ende erreicht. Und da ist eine Tür. Und Jibril hat an diese Tür geklopft. Und da hat ein Engel hinter der Tür gefragt, wer ist da? Er sagt, ich bin Jibril. Wer ist mit dir? Mohammed. Und dann haben die Tür aufgemacht. Das heißt, es gibt eine Tür am Rande dieses Universums, wo du dann in den Himmel reingehst. Weil dieses erste ist nur der Himmel der Geschöpfe. Für die Menschheit, für die Geschöpfe auf der Erde. Zwischen erste Himmel und zweite Himmel sind 500 Jahre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, zwischen jedem Himmel gibt es 100 Ebenen, 100 Stufen. Und in diesen Stufen gibt es auch nochmal Stufen. Das heißt also, vom ersten Himmel zum zweiten Himmel 500 Jahre. Vom zweiten Himmel zum dritten Himmel 500 Jahre. Vom dritten Himmel zum vierten Himmel 500 Jahre. Vom vierten zum fünften 500 Jahre. Vom fünften zum sechsten 500 Jahre. Vom sechsten zum siebten 500 Jahre. Danach kommt Wasser. Zwischen diesem siebten Himmel und dem Wasser 500 Jahre. Dann kommt Allahs Thronschemel 500 Jahre. Der Thronschemel im Vergleich zum Thron selber, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man nimmt einen Ring, schmeißt ihn in der Wüste und das, was der Ring ist, ist das, was drunter ist. Und das, was die Wüste ist, ist der Thron Allahs. Und über diese Schöpfung ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sieht und hört, was du sagst, was du machst. In diesem Monat Ramadan hat er gesehen, wie du mit fremden Männern, mit fremden Schwestern schreibst auf eine eklige Art und Weise. Allah subhanahu wa ta'ala hat gehört und gelesen, was du da für perverse Sachen schreibst. Allah subhanahu wa ta'ala hat gehört und gelesen und gesehen, wie du dir einen gekifft hast. Hat gesehen, an welche Orte du gegangen bist. Hat gesehen, was du gemacht hast nach Iftar. All das hat er gesehen. Dann erwarte kein Lohn von Allah. Erwarte kein Lohn. Warum sagen wir, es gibt Menschen, die hungern? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Am Ende von Ramadan ist er eine Minbar. Seine Minbar hatte drei Stufen. Er geht die erste Stufe, sagt Amin. Er geht die zweite Stufe, sagt Amin. Er geht die dritte Stufe, sagt Amin. Die Sahaba fragen ihn nach der Khutbah. Ja, Rasulullah, du hast nach jeder Stufe Amin gesagt. Warum? Er sagte, Jibril kam zu mir und hat zu jeder Stufe eine Dua gemacht. Eine Dua war, weit von der Rahma ist derjenige, dessen Eltern alt sind und er kümmert sich nicht um sie. Und ich sagte Amin. Und dann sagte er, es gibt sogar eine Riwaya, wo Jibril sie verflucht hat. Verflucht ist derjenige, der deinen Namen hört und nicht sallallahu alaihi wasallam spricht. Ich sagte Amin. Und jetzt kommt die Dua, die für uns wichtig ist. Er sagte, weit von der Barmherzigkeit Allahs, verflucht ist derjenige, verflucht soll derjenige sein. Und weit von der Barmherzigkeit Allahs soll derjenige sein, der Ende Ramadan erreicht hat. Er hat Ende von Ramadan erreicht. Ende von Ramadan beginnt ab dem 20. Tag, mein Bruder. Und wir sind heute der 15. Tag. Wer diesen Monat Ende erreicht hat und ihm wurde noch nicht vergeben, weit, weit weg soll er von der Barmherzigkeit Allahs sein. Und ich sagte Amin. Der Beste von den Engeln macht Dua und der Beste von den Geschöpfen sagt Amin. Denkst du, Bruder, dass diese Dua nicht angenommen wird? Also, liebe Brüder, liebe Schwestern, bitte, macht nicht eure Taten kaputt.
macht nicht eure Anstrengungen, eure Aufopferungen kaputt, nur weil ihr... Der Schlauch hat sich im Mikrofon. Macht nicht eure Aufopferungen kaputt, macht nicht eure guten Taten kaputt, weil, subhanallah, es wird auf jeden Fall, guck mal, es gibt keine Ausnahme, jede Ramadan passiert das. Jede Ramadan passiert das. Es kommen Menschen aus Ramadan heraus, die haben nur gehungert, sagte der Prophet. Nur gehungert. Seid nicht von denen, möge Allah uns gut und besser machen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, möge Allah uns vergeben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Gute leicht erreichbar machen, das Schlechte schwer erreichbar machen. Möge Allah uns das Gute von uns annehmen und das Schlechte vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Brüder, die das heute organisieren, mit Firdaus al-A'la belohnen, so wie sie die Muslime speisen auf Dunya. Möge Allah sie speisen in Firdaus al-A'la und uns und unsere Familien. Aqulu qawlan hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruhu min kulli dhanbi innahu ghafurur rahim.